Hallo in die Runde, der Bauer aus dem Mark. Heikles Thema, kurz vorneweg. Ich habe mich heute entschieden, mal so ein bisschen mal zu Wölfen zu sagen, weil ich ein Statement, sagt man neudeutsch, Statement von Frau Kaniba, der bayerischen Landwirtschaftsministerin, gesehen habe, die sich oft bezogen hat auf ein Interview von unserem, kennt ja beinahe, was ihr sagt, der aus Berlin, der Landwirtschaftsminister, der, genau der, von den Grünen, der, genau, der ohne Fleisch. Ja, wenn es so weitergeht, haben wir aber keins mehr. So, und ich fand die Rede von der Kaniba super und rhetorisch gut gehalten. Und er tat jetzt so, also der Landwirtschaftsminister da in Berlin, der tat jetzt so ab als bayerischen Wahlkampf, so Provinzwahlkampf. Man sollte Leute nicht unterschätzen. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, wir haben in Brandenburg die Problematik Wölfe. Also in Schweden, wisst ihr, 350 Stück, Punkt, aus, Ende, der Rest wird umgelegt, Ruhe, fertig. Schweden ist 10-mal so groß wie wir, die haben auch 10-mal weniger Einwohner wie wir. Die Besiedlungsdichte könnt ihr euch herausrechnen. Und wenn man das auf Brandenburg runterbricht, ist eine Lachplatte. Ist eine echte Lachplatte. Wir sind ein Fliegenschiss. Wir sind nicht mal eine Provinz in Schweden. Wir sind gerade mal eine Kommune. Die Hedda, ein Kommun. Also so wie ein bisschen größerer Landkreis. Mehr ist das da nicht. So, und dann ist das Problem Wolf hier in Brandenburg, speziell Schäfer, Rinderhalter da drüben, Rudelgröße und so weiter. Ich habe mir in dem großen Google-Buch habe ich die Zahlen für Brandenburg rausgeschrieben. Was soll ich euch sagen? Die Zahlen für 22 sind noch nicht fertig. Die Zahlen für 21 waren erst fertig im September letzten Jahres. So. Und jetzt müssen wir mit diesen Zahlen ja leben, weil die Gruppe Zweifel ist. Aber egal, wir fangen mal an. Also wir hätten theoretisch nach den Zahlen in 21 habt 47 Rudel, 14 Paare, bestätigte Territorien 61. Passt. So, dann haben wir 100, hätten wir 100, circa genau 160 Welpen. Und man schätzt in Brandenburg circa 700 bis 1000 Wölfe. Na, warte nur, 700 oder 1000? Also ich schätze mir mehr, das sind mehr wie 1000. Ist meine persönliche Meinung. Ja? So. Als letztes, was ich gelesen habe, war der Satz, in Brandenburg werden 500, du musst mal überlegen, 510 Wölfe werden tragbar nur in Brandenburg. Manchmal musst du ja wirklich, also reicht noch, wenn du 5 in Kunstler Spring im Tierpark hast, dann reicht da aus. Ich kann sie da wieder angucken. Und dann gibt es noch welche in Güstrow im Tierpark und dann lass doch noch welche in Perleberg sein, dann hat der ganze Land was davon. Reicht. Ende. Mehr brauchen wir nicht. So, und jetzt sind alles Zahlen aus 21. 35% mehr Risse in 21 als im Vorjahr. 35%. Das ist schon eine Zahl. So, und bestätigte Risse, das, ihr wisst, was ich meine, ne? Bestätigte Risse 1173. So, darunter 172 Pferde, Hunde, Alpaka, Rinder. Und jetzt kommt der nächste. Brandenburg hat, vorher waren von 700 bis 1000 die Rede, jetzt hat man bestätigte Wölfe ca. 900. Also zu viele. Punkt. Aus. Ende. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Gut, Berlin hat ja nur schon Besuch gehabt von Wolf in Spandau. Da sind die aus der Döberitzer Heide, ist da mal einer rüber geschlichen und hat mal geguckt, ob Pfiffi auch schmeckt, aber hat keinen gekriegt. Hoffe, dass es bald klappt. Und dann schlägt doch die Stimmung in Berlin um. Also, ne? Erstmal so ein Pfiffi, der gelutscht. Und wenn sie da erstmal einen von der Parkbank gepflückt haben, dann wird erstmal richtig spaßig denn. So. Mir geht es darum, die Schäfer rufen an, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Was ist denn ein Wolfsschutz? 90 cm, 120 cm,
10.000 Volt, 20.000 Volt? Oder ist es 2,50 Meter mit Stacheldraht und 1,50 Meter eingegraben, Untergrabschutz? Und alles so eine Sachen, was immer ist. Wir sind ja eine Föderation, wir sind ja Bundesrepublik. Jeder macht hier seins. So. Und dann ist es so, die Schäfer können irgendwann nicht mehr. Und die Schäfer werden ja auch weniger. Das ist ja nicht nur, weil sie jetzt aufhören, weil die Wölfe das weggefressen haben mit Viehzeug. Nee, es geht auch darum, die Altersstruktur ist auch so weit bei den Brandenburger Schäfern, dass sie zu alt werden. Die sind einfach, die haben auch keinen Nachwuchs mehr. Und wer will so einen Laden übernehmen, wenn du keine gesicherte Zukunft hast? Wenn dir keiner dabei hilft, deinen Betrieb zu erhalten, weil ja alles für den Wolf getan wird. Also grüne Politik, ohne Hand und Fuß, und Naturschutz, ja toll, Wölfe, aber für das Vieh, was ja unsere Kulturlandschaft schützt, in Form Rinder, Schafe oder auch Alpakas, ne? Oder was wir noch so alles haben, ne? Schweine, Freilandschweine, dürfen wir nicht halten draußen, weil Schweinepest und so weiter, aber da geht auch der Wolf ran. Aber das Problem ist doch, welche Unterstützung seht ihr denn von der Bundespolitik? Ich sehe die nicht. Und von unserer brandenburgischen Politik kannst du sowieso vergessen. Also zu Hause sitzt auch ein Grüner im Landwirtschaftsministerium. Tesla, das ist ja bei uns ist ja in Brandenburg Landwirtschaftsministerium und Umweltministerium. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wir haben die Tesla-Bude hier bei uns. Die geht vor. Das ist einzig und allein, wenn du irgendwo hinkommst, Tesla, Tesla, Tesla. Aber Landwirtschaft, nö. Das wird nicht. Und wenn, wird auch Landwirtschaftspolitik gemacht von denen, ja, von den Verbänden, von den NGOs, die da ein- und ausgehen, aber auf die Bauern wird nicht gehört. Das wird nicht auf den Bauernverband gehört, das wird nicht auf uns gehört, vom LSV. Das wird einfach auf NGOs gehört. Und NABU sitzt gleich nebenan. Das sind, weiß ich nicht, ein knapper Kilometer, kannst du mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß, wenn sie dann auch mal zu Fuß gehen würden. Und die gehen da einen aus und wir stehen hier draußen mit den Problemen, die uns eingebrockt haben. Das ist nicht nur bei uns so, das ist überall so, auch in Niedersachsen, wenn ich so höre, die von Christian oder von anderen Leuten. Auf Facebook schreiben mich auch welche an aus Niedersachsen, von der Nordseeküste, die das gleiche Problem haben. Also, ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und was man damit machen kann. Gut, dass man das viel, ne? Klack, zack. 7,62 auf dem Pelzchen brennt, ist er weg. Das ist die eine Möglichkeit, denn der war ja nie ausgestorben. Doch, in der grünen Philosophie war der ausgestorben. Und denn, aber in den Kommentaren hängen ja ein paar normale Sachen. Und die Vokus können wegbleiben. Ich will die nicht haben. Die können wegbleiben. Diese Kommentare kann ich mir sparen. Das riecht mich bloß auf. Aber von den Leuten, die draußen damit zu tun haben und was die denn zum Beispiel auch Schäfer, was ihr denn plant, wollt ihr aufgeben oder nicht? Oder wie seht ihr die Hilfe? Was müsste denn Hilfe kommen? Wäre doch mal ganz interessant, das zu hören oder zu lesen. Bis denn, der Bauer aus der Mark.